Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge meines Let's Plays vom LS17 auf der Lustberg. Ja, ihr seht schon, die Weizenernte ist in vollem Gange. Helfer Clemens wird durch ein Objekt blockiert. Das Wetter ist schön. Wir haben Tag 5, Sommerende. Ja, ich fahre ja schon weg. Hallo, hallo. Das Objekt bin ich. Ja, ich versuche immer wieder alles gleichzeitig zu machen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon gesagt. Ich habe mir jetzt die AI Vehicle Extension wieder geholt. Ihr seht es ja, ist auf Kreisfahrt eingestellt. Ist super zum Dreschen natürlich. Ich kann den also machen lassen, ohne dass er irgendwo hängen bleibt. Aber zum Pressen ist es natürlich ein bisschen doof. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ja, mit dem Stroh sieht es eigentlich sehr gut aus. Dann habe ich ja hier zusätzlich noch das ganz kleine Feld Nummer 25 nebenan auch gekauft. Das können wir dann auch gleich machen, wenn wir hier fertig sind. Also ich glaube, die ganzen kleinen Futzelchen hier lohnen sich irgendwie nicht so wirklich. Aber was wir machen können, wir können jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen, die Ballen einzusammeln. So, dann lassen wir jetzt die Presse, lassen wir jetzt gerade mal hier stehen. Die zwei schmeißen wir raus. Den Kippe hier müssen wir sowieso leer machen. Ja, die ersten 21.000 Liter unseres Weizens. Wie ist jetzt eigentlich kürzer zum Hof? Über der Kuhstall oder? Ich glaube über der Kuhstall. Und dann gehen wir gleich mal hin und holen dann von dem Feld 40, fahren wir ja jetzt quasi drauf zu. Da holen wir das Gerstenstroh runter hier. Das ist schon gepresst. Ja, und dann können wir hingehen und die ersten Mumus holen beim Viehhändler unseres noch nicht Vertrauens. Wenn dann alles erledigt ist, dann können wir auch wieder anfangen, ja, die Felder schon mal zu grubbern. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch zig Helfer losschicken, aber da fehlen mir die Maschinen. Also ich habe ja gar nicht mehr, so viel Schlepper. War das hier nicht drin irgendwo zum Ab... Oh, nee. Andere Seite war es, genau. Wie sieht es denn bei dem eigentlich aus? Wann ist denn da Erwartung fällig oder so? Reparatur in 24 Tagen. So, dann habe ich mir den Silo King hier gekauft. Ich hatte ja den Rundballenabwickler da, das Göwal-Dings da. Den habe ich aber auf der Hof Bergmann schon getestet, war ich nicht so zufrieden damit. Das Einfüllen von Quaderballen ist ein bisschen ja, fummelig. Nicht so schön. Vielleicht geht es mit Rundballen besser, weiß ich nicht, habe ich nicht. Ja, wobei doch, ich habe Silageballen. Habe ich reingeworfen, das ging jetzt auch nicht wirklich besser. Und das Fassungsvermögen ist halt auch einfach zu wenig. Es passen genau drei Ballen rein. Das heißt, bei den Kühen fehlt halt dann im Trog Silage.
Also habe ich jetzt einfach wieder diesen, den Standard Silo King und gut. So, dann stellen wir den jetzt wieder hoch. Dann würde ich sagen, die Presse können wir eigentlich oben stehen lassen. Wieso ruckelt denn das jetzt hier so eklig? Liegt es an den Ballen oder an was liegt es jetzt? Oh, das ist aber sehr ruckelig jetzt. Ich sehe es selber. Nicht schön, nicht schön. Das ist gar nicht schön. Und wie das ruckelt. Okay. Also das hatte ich jetzt hier auch zum ersten Mal. Es ruckelt immer noch. Seht ihr das? Oh, Helfer Clemens wird schon wieder blockiert. Ich kann das Objekt ja diesmal nicht sein. Ich bin ja noch gar nicht da. Aha, er wird durch ein Objekt blockiert. Naja, gut. Hallo? Den Rest nehmen wir jetzt hier aber auch noch mit, die paar Büschel da. So. Dann schicken wir den gleich wieder los auf diesem Feld. Das war zu früh. So, da fährt er hin. Aha. Halt, 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 halt. Wo willst denn du hin? Wo willst denn du hin? Okay. Aha. Der Stefan hatte keine Lust um die Uhrzeit, wie mir so scheint. Was hat er denn für Problemchen hier? Mag er das wohl nicht dreschen? Hallo? Wieso geht das denn? Das ist mein Feld. Aha, aber kriegt es also scheinbar gar nicht, wenn ich das... Weil das schon angepflanzt war, oder wie? Nö, das geht nicht. Aha, okay. Ja gut, damit werde die diesjährige... Weizenernte dann beendet. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Hört mir doch. Ja. Feld 5 für 2. Hm. Ja, toll. Das heißt, wir müssen den untergrubern. Das ist sehr schade. Ich habe gedacht, ich könnte mir jetzt hier nur ein bisschen, ja, ein bisschen Stroh zukaufen eigentlich. Aber das scheint an dem... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das am Seasons Mod liegt. Naja gut, also die... Ja, die 21 Liter
Weizen können jetzt von mir aus auch drin bleiben. Das heißt, wir können den Mähdrescher zurückgeben. Also das ist ja echt seltsam. Ja, gut. Dann machen wir halt hier gleich fertig. Das war jetzt so auch nicht geplant. Und vielleicht gibt es ja nur einen Ballen. Also das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich kann das dann ganz normal, wenn ich das kaufe, dann gehört auch die Frucht, die drauf ist, mir. Na gut, vielleicht geht es auch nicht anders, eben wegen dem Seasons Mod. Weiß ich nicht. Wie ist das bei euch? War das bei euch genauso oder funktioniert das auf anderen Maps? Das ist ja spannend. Aber nicht gut. Komm, gib mir nur einen Ballen. Nur noch einen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd hier zum Aufsammeln. Haben wir 69%. Ich sehe mich schon übers Feld kriechen und jedes einzelne Strohbüschelchen von Hand aufsammeln. Komm, ein Ballen gibt es noch. Vielleicht hier, da, da, da. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte der Helfer da gleich rüberschicken. Dass wir dann anständig Stroh einfahren können, aber ja, Satz mit X. Das war nichts. Ich glaube, das reicht nicht. Oh, hier, hier, hier. Ah, noch 9%. Komm, komm, komm. Noch 8. Jetzt wird's spannend. Hat mal jemand einen Rechen für mich? Ah, noch 4. Das kriegen wir zusammen. 3. Ha, wusstest du? Wo ist jetzt? Gib mir die paar Liter noch. Wo liegt noch was? Wo sind die letzten Krümel? Jawohl. Geht doch. Es geht doch. So.
Dann kann die auch wieder zurück. Die brauchen wir in dem Fall auch nicht mehr. So, dann gehen wir aber hin, ich würde sagen. Ja, wobei, das ist jetzt auch erstmal egal. Muss ja alles zum Hof. Gerade wieder runter machen. So. Fahren wir jetzt alles erstmal zum Hof und dann nehmen wir aber zum Ballen aufsammeln der pinke Bomber. Ja, und dann denke ich, können wir im Herbst, wenn das Wetter passt, vielleicht nochmal einen Schnitt machen, dass wir da vielleicht ja, nochmal Silage draus machen. So. Wo stellen wir dich denn jetzt so schnell so lang hin? Mal schnell hier anstellen. Wenn es passt, passt es. Das passt. So. Nächster. Ja, also ihr seht schon, beim Durchswitchen hier ist sehr, sehr übersichtlich geworden, der Fuhrpark. Ich habe halt hier jetzt noch meinen pinken Bomber, der Case, dann der Fendt und eben der Manitou, der Teleskoplader. Und das war's dann auch schon. Also das ist echt schade mit dem Weizen. Das muss der Helfer dann machen, das Untergrubern. Das kann ich nicht mit ansehen. Da werde ich mich dann bestimmt, ja, mindestens bis gestern jede Nacht in der Schlaf ein. Wenn nicht noch länger. Also, ich könnte jetzt eigentlich den Kipper können wir wegstellen, weil den brauchen wir, denke ich mal, eine ganze Weile nicht mehr. Naja, wie viel Weizen gab es denn jetzt insgesamt? Irgendwas um die 24.000 Liter, glaube ich. Was haben wir? Ja, knapp 24.000. Ah, schiebt es ja nicht in der See rein. See, sage ich schon, in den Teich da. So. Na komm, Plane drauf machen. Kipper lassen wir da. Dann nehmen wir unseren Ballenwagen hier mit. Ja, hier gibt es kein viel zum Detekten. So, dann fangen wir an, wie gesagt, bei Feld 40. Oh. Also mir sind die Straßen hier doch ein bisschen sehr schmal.
Da fällt man ja quasi runter mit dem Schlepper. Habe ich doch jetzt tatsächlich mal die Einfahrt zu dem Feld auf Anhieb gefunden. Ja, es wird, es wird. So, Quaderbein ist eingestellt, das passt. Dann können wir den Arbeitsmodus anmachen. Gut, dann mache ich mich jetzt mal hier ans Einsammeln der Ballen und komme für diese Folge damit auch zum Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch selbstverständlich wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.